Willkommen in der kleinen Holzwerkstatt zu einem neuen Video. Und in diesem Video bauen wir heute Möbel auf. Nach dem Intro geht's los. Ja, die letzten Videos haben es ja bereits angekündigt. Ich baue oder habe gebaut, so muss ich sagen, Möbel für einen Laden. Für einen Laden in Niedersachsen. Und all diese Möbel habe ich gestern verladen auf einem Anhänger, auf der Pritsche meines Pickups und auch im Innenraum. Das war so viel. Also es war unmöglich viel. Da kam ich so ein bisschen in Platznot. Oder in Platznot. und jetzt fahren wir los. Wir fahren jetzt Richtung Niedersachsen. Wir fahren, besser gesagt, direkt nach Höxter. Dort laden wir aus und dann bauen wir auf. Und da sind Regale zum Aufbauen, da sind die Palettentische, werdet ihr wieder sehen, dort werdet ihr wieder die Hocker sehen, die Garderobe etc. etc. und all diese Dinge werden wir jetzt aufbauen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und kommt mal mit, wir fahren jetzt los. So, dann laufen wir mal ganz kurz zum Auto. Dann zeige ich euch mal, wie die Fuhre aussieht. Also ihr seht, Anhänger ist voll. Da hinten der Rest der Sitzbank, da könnt ihr die Sitzbank erkennen. Das hier sind die Palettentische, die hier unter der Folie sind. Ich hoffe nicht, dass es heute regnet. Ja, wenn wir hier aufmachen, sind hier Werkzeug, Hocker, eine kleine Leiter, Bohrmaschine, alles Mögliche, was zum Montieren einfach notwendig ist. Und wenn wir hier aufmachen, dann sind hier sämtliche Regalbretter drin, die Garderobe liegt alles eingeschlagen, die Glasböden sind drin für die Tische etc. und. Also das Auto ist voll. So, wir sind jetzt auf der A81 unterwegs. Und die Straße ist so irre schlecht, dass man Angst haben muss, dass die Möbel hinten auf dem Anhänger Schaden nehmen. Der Anhänger springt auf der Straße rum, das ist verrückt. Gerade die LKW-Spur, die hat es wirklich in sich. Also die ist richtig, richtig wellig. Ab Tauberbischofshaum müsste es eigentlich besser sein, weil da haben sie die Straße neu gemacht. Aber jetzt warten wir einfach mal ab. Naja, ist halt so, wie es ist. Ich hoffe, es hält alles und wir kommen gut an und nichts ist kaputt. Wir werden sehen. Ja, was machen wir heute noch? Wir laden noch aus. Wir haben heute noch einen Termin mit der Inhaberin. Wir laden auf jeden Fall noch aus und dann ist auch Feierabend. Und dann geht es morgen los mit der Montage. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Laden hier angekommen. Und ihr seht, da steht noch relativ viel Werkzeug rum. Da ist also noch nicht viel eingerichtet. Und wir bauen jetzt mal die Regale zusammen. Und ich will euch mal zeigen, ich habe schon mal begonnen damit, hier diese Fittinge aufzubauen und aufzuschrauben. Und jetzt setzen wir einfach diese Regalbretter und die Stangen zusammen. Und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht.
die Möbel stehen alle an ihrem Platz. Die Regale sind an der Wand. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. So. Ihr seht, es ist doch noch ein bisschen was zu tun. Also so ganz ohne ist es nicht. Ich werde auch morgen noch ein paar Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Aber im Wesentlichen ist alles gemacht. Ich zeige euch noch mal ganz kurz die Stehtische und die Hocker. So, das heißt, es steht alles an seinem Platz. Ja, meine Lieben, der Tag geht zu Ende. Das Projekt ist abgeschlossen, die Möbel stehen. Der letzte Schliff ist auch gemacht und ja, jetzt geht's nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich mit einem Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo, tierisch natürlich. Und ich sage bis zum nächsten Video, dann wieder gewohnt in der Werkstatt im Süden Deutschlands. Hier regnet es übrigens wie Sau und beziehungsweise das ist nicht schön. Deswegen zurück in den Süden. Macht's gut, bis dahin, Servus.